Hi, ich bin der Michael Schober. Du möchtest gern besser zeichnen lernen und wir werden jetzt gemeinsam loslegen. Normalerweise nimmst du deinen Stift, wenn du schreibst oder zeichnest, so. Und jetzt versuch mal, den Stift hinten zu nehmen und dann werden wir gemeinsam ganz einfache Grundformen entwickeln. Wir zeichnen einen Bären. Du beginnst mit einer Kugel für den Kopf. Machst hier eine zweite Kugel dazu, die ein bisschen oval ist. Dann könnten wir hier die Nase von dem Bären machen. Für die Ohren kannst du noch zwei Kugeln zeichnen. Hier werden ungefähr die Augen sitzen. Und unser Bär, der stützt sich auf. Das heißt, wir haben hier so eine längliche Form. Schön gemütlichen Bauch. So, der sitzt da, hat vielleicht eine Hose an. Dann kommen die Beine dazu. Und hinten ein Arm. Und da hält der Bär dann was. Das können wir uns noch überlegen, was es wird. Also wir haben jetzt unser Grundgerüst. Ich fange mal mit dem hinteren Ohr an. Ich mache so eine leichte Fellstruktur. Komm dann zur Nase. Lass ruhig ein kleines Glanzlicht, wenn er die Nase dunkel macht. Dann die zwei Augen dazu. Ihr seht, ich habe so eine leicht verwackelte Linie, was in dem Fall ganz schön ist, weil das ganz gut zu dem Bären passt. Hier machen wir den Arm dazu. So. Jetzt kommt die Hose. Und unten noch die Beine. Die Bärentatzen. Der hintere Arm kommt noch. Und wir haben ja gesagt, er hält irgendwas. Ich gebe den mal eine Blume in die Hand. So, die Bäckchen schraffiere ich wieder etwas. Und hier könnt ihr einen Schatten dazu zeichnen, wenn ihr mögt. Oder gebt ihr vielleicht der Hose noch ein Muster. Ich gehe hier über alle Linien einfach mal drüber. Dann noch ein bisschen Schatten. Und vielleicht setzen wir unseren Bären auf eine Wiese. Hier hinten zeichne ich noch ein paar Berge dazu. Einfach nur leicht angedeutet. Und fertig wäre der Bär. Ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Zeichnen. Let's go!